Alan Bang ist für mich persönlich einer der besten Street-Comedians, die wir auf YouTube haben. Neben Iraj natürlich. Deshalb machen wir heute auch eine andere Art von Reaction. Und zwar schauen wir uns keine Musik an, sondern ein Prank-Video. Ein dickes Dankeschön an die Kanalmitglieder. Dank euch bleibt der Kanal weiterhin werbefrei. Vielen, 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 vielen Dank für den Support. Checkt gerne mein Instagram ab und ich halte jetzt mein Maul. Wir gehen rein. Let's go. Opa, opa, opa. So Leute, tatütata, Alan Bang ist schon wieder da. Und heute mit einem neuen Video. Ich drehe ungefähr seit... Oh, Jog, ich finde den Typen so funny, fünf Alter. ...fünf Jahren am Alexanderplatz-Videos. Und seit diesen fünf Jahren kommt zu mir jedes Mal, wirklich jedes Mal, wenn ich drehe, kommen zu mir so Leute, die Pfandflaschen sammeln. Die kommen zu dir und zwingen dich, bitte trinken zu Ende, bitte und so. Wirklich, die zwingen dich, die Flasche zu Ende zu trinken, damit du diese 25 Cent abgibst, Alter. Und deswegen habe ich heute einen Prank überlegt. Ich mache einen auf diese Leute, die Pfandflaschen sammeln, aber auf extreme Basis, Alter. Ich werde meine Rolle fett übertreiben, Alter. Alter, das wird auf jeden Fall ballern, Leute. Deswegen checkt das Video ab. 3, 2, 1, let's go. Alan Bang Production, Leute, weiter. Digga, der Typ macht so gute Videos. Bitte gib ihm diese, bitte. Ja, ich kann ja versuchen, schnell zu... Bitte gib ihm. Geht leider nicht. Digga, er ist instant sauer. Bitte gib ihm. Ich kann nicht so schnell trinken und ich will... Bitte, ich keine Geld. Bitte, ich nichts Geld. Ich muss schick in meine Heimat. Ich muss meine zweite Haus... Okay, ganz kurz. Ist natürlich nicht funny, ne? Wenn man wirklich arm ist, ist jetzt natürlich gespielt. In dem Rahmen ist es auf jeden Fall okay zu lachen. Binde bauen, bitte. Kannst du nicht weiterlaufen und so, bitte? Bitte, ich will keine Geld. Ich esse nicht, keine Essen. Bitte. Bitte, kannst du bitte weiter. Entschuldigung, ich kann. Das ist schon ein bodenloses Video eigentlich. Das ist schon echt bodenlos. Keine Haus. Mann, du nervst mich, ey. Du quatschst mich voll. Ja, du willst mir die Flasche haben und so. Ja, ich kann nicht. Ich mir die Flasche anguckt. Auf einmal, warum denn? Ich zwei Haus bauen. Ja, warum denn? Eins reicht doch. Ich Mafia. Lauf doch einfach weiter. Bruder, ich hab das Gefühl, der Typ redet jeden Tag mit solchen Leuten. Alter, der macht das richtig professionell. Ey. Ich keine Haus. Ja, ich hab auch andere. Ich hab auch nur ein Haus in meinem Land. Ja, aber was soll ich dann machen? Ja, okay. Ja. Du immer dieses Ausländer. Ja, ich weiß. Du bist ein Ausländer hier in Deutschland. Bro. Wann du trinken zu Ende? Er ist immer noch da. Bitte, bitte. So. Danke schon. Danke schon. Ja, warte. Chill mal. Ey, wenn ich dich noch mal... Boah, wie stressig, Alter. Das ist auch kein Wasser. Wasser kannst du ja easy weghauen, aber so Sprite mit so 300% Kohlensäure ist ja ekelhaft des Todes. Boah, nee. Also, wenn ich so ein Süßgetränk habe, dann trinke... Also, eine Energy-Dose brauche ich einen halben Tag für. Manchmal trinke ich nur einen halben Energy und trinke die andere Hälfte am nächsten Tag weiter. Das ist ja übel stressig. Nein, danke schon. Vielen Dank schon. Guten Morgen, guten Morgen. Ja, genau. Entschuldigung, ja. Bitte gib ihm Flasche, bitte. Keine Geld, ich nicht. Ja, halbe Stunde. Aber jetzt zu trinken. Halbe Stunde. Zu Ende einfach, juckt mich nicht. Ich trinke mit Zigarre. Was ist los? Nicht meine Probleme, trinken bitte zu Ende. Trinken bitte zu Ende. Ich auch, nicht meine Probleme. Bitte zu Ende trinken, ja. Was ist los? Geh zur Arbeit, Bruder. Warum arbeiten? Arbeite, ich nichts arbeiten, Jobcenter geben Geld. Warum? Halbe Stunde, ich komme. Digga, der ist so sauer. Digga, ohne Grund. Entschuldigung, bitte Flasche. Entschuldigung, ich keine. Ja, aber dieser ist gut. Ja, aber nichts mein Problem. Trinken du zu Ende, weil ich muss weiterarbeiten. Weil es geht nicht, dieser ist voll. Trinken zu Ende, Bro. Und mach hier rein, Selemi. Du musst arbeiten, du bist sehr jung. Entschuldigung, trinken, nicht mein Problem. Das ist dein Problem, du musst arbeiten. Aber was ist Problem, warum? Ja, aber es ist cool, dass sie alle versuchen, ihn zum Arbeiten zu bringen. Das ist ganz nice. Mach sowas bei mir. Nein, das geht nicht. Schon. Ich 25. Ich habe nur zwei Häuser in meinem Land. Ich habe eine Pause. Entschuldigung, gib ihn. Warum haben die alle Häuser? Was ist das denn? Hier, Flasche. Trinken Ende schon, bitte. Entschuldigung, bitte gib ihn. Das geht nicht. Warum nicht? Du machst Spaß bei mir, oder was? Ich bin auch Ausländer. Du mich ja, nur weil ich bin Ausländer. Nein. Bitte trinken zu Ende, Yasilini. Ja? Du lachen über mich. Nur, ich habe nur zwei Haus in meinem Land. Ja, ich habe ein Haus, du hast zwei. Schon Egon, bitte Handy geben. Diese ist sehr teuer, diese iPhone. Er will das Handy, Digga, let's go. Ja, egal, gute so. Oder scheiß auf Pfandflaschen. Ja, gib. Das ist mein Handy. Hier ist meine Information. Information? Ich wollte nicht an Information nehmen, Entschuldigung. Kannst du 50 Euro geben? 50? Ist lustig, oder was? Warum du lachen? Ich habe keine 50 Euro. Oh,
Okay, schon. Oder wo findet der denn immer diese Leute? Der findet immer so richtig heftige Atzen, die so einen richtig starken Charakter haben. Ey, wenn ich so ein Video machen würde, ich würde so ganz normale Leute sagen, die würden sagen, halt's Maul und lauf weiter. So, oder also die laufen dann weiter. Halt's Maul und die laufen einfach weiter. Wie findet der immer solche Leute? Schonigun, ja. Wieder guckt der Pisser. Entschuldigung, 20 Minuten vorbei. Aber jetzt beginnen, 2 Minuten. Hier in echtem Leben 2 Minuten. Aber in GTA 20 Minuten vorbei schon. Ich lebe nach Zeit von GTA. Geben hier jetzt. Aber diese ist voll, bitte schon. Soll ich nach 4 Stunden kommen? Der Arme. GTA 4. Digga, er will einfach nur sein Powerade trinken. Lass ihn doch sein Powerade, Bro. 4 Stunden. Bitte schon, bitte. Dann gib ein Handy. Nein, dieser meine neue kaufen. 2 Monate. Ja, 2 Monate. Du jetzt Zeit neue kaufen. Wo ist Geld? Jobcenter geben dir Geld, immer. Nein, Jobcenter nicht geben. Dieser iPhone, dieser nicht Samsung. Ah, Schonigo. Digga, was du, Samsung ist mittlerweile teurer. Hör auf, Samsung zu bashen, Mann. Wie kann man denn 3 Generationen das gleiche Handy feiern und immer noch nicht aufwachen? Ja, bitte. Ja, tschüss. Entschuldigung, ich habe kurz mal eine Frage. Und ganz kurz, wer an meinen Cutter, wer du schneidest das raus mit der Stelle? Ich guck mir das Video vorher an, du Arschloch. Haben Sie heute Ihre Eier rasiert? Was? Oder oh, bitte, was ist das für eine Frage, bitte? Haben Sie... Digga, wie... Ja. Haben Sie heute Ihre Eier rasiert? Was? Oder bitte, was ist das für... Oh nein, das ist Werbung für Manscaped, oder? Eine Frage, bitte. Haben Sie rasiert heute oder nicht? Du hast jetzt hier am Alexanderplatz niemanden gefunden außer mich, um diese Frage zu stellen. Weil, gucken Sie, das Ding ist, es gibt eine Firma, die heißt Manscaped. Die ist spezialisiert ja! auf die Körperpflege von allen Männern auf der ganzen Welt. Und sind weltweit einer der Marktführer. Die haben jetzt eine neue Vision rausgebracht. Ja. Und zwar, du musst das so sehen, das ist ein Bodytrim. Der Typ hat keine. Der, ich glaube aber, er weiß, dass er gerade ein YouTube-Video ist. Deswegen lässt er das über sich ergehen. Du kannst damit die Konterhaare trimmen und natürlich auch die Eier. Sehr wichtig, das Allerwichtigste. Rasierst du deine Eier wöchentlich? Ja, natürlich, Habibi Elbi, Alter. Wie gesagt, der Vorteil von dem ganzen Ding ist, das ist wasserdicht. Du kannst unter der Dusche wit auf jeden Fall Eier mal Eier rasieren. Ganz einfach, der hat verschiedene Aufsetzer. Papp, papp, papp. Und du machst diesen Aufsetzer drauf, um die Haare erstmal kurz zu machen. Kurz machen und dann. Oder bringst du mir gerade bei, wie ich meine Eier rasiere? Ja, genau, genau, auf jeden Fall. Und dann machst du den Aufsetzer, den Karl rasiert. Als hättest du nicht mit rasiert. Ich schwöre, aber das ist das normalste männliche Gespräch. Real Talk, es geht nur noch absurder als das. Ich glaub, wenn man sich mit seinem Homie unterhält, dann ist das noch das normalste Level. Rasierer gearbeitet. Ich sag dir ehrlich, von allen Produkten, die es gibt, das ist einer der besten, weil die sind darauf spezialisiert, auf die männlichen Eier. Geh über Link in der Beschreibung, weil ich mache gerade Video, guck mal da. Geh über den Link in der Beschreibung und hol dir Manscaped. Manscaped, beste Firma. Ich hoffe. Viel Spaß, ja? Schon das ist der Scheiße. Ja, ich schwöre, der Typ Alan Bang, ey, no joke, ich finde, der hat den Hype von Iraj verdient. Bitte gib ihm was. Was willst du? Essen. Das ist 2 Euro. Was ist das? Das ist 10 Euro. Like, nein, geht nicht. Nur 1 Euro, 2 Euro. Damit. Nein. Entschuldigung, nicht Schlägerei machen wegen 10 Euro. Okay, geh weg. Bitte Schuhe geben. Was willst du? Da reicht nicht. Aber 2 Euro keine Geld geben. Danke schon. Vielen Dank, danke schön. Kannst Schuhe geben, Handy geben? Alle geben? Ja, alles geben, bitte. Du gute Uhr. Ich mag Rolex, bitte. Bist du oder was? Ja, das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Das ist nichts. Das ist Papier. So, ich das ist arbeite am Tag, ich verdiene. Ja, oh mein Gott, stell dir vor, ein Obdachloser wird das Real Talk sagen, Bro. Oh mein Gott. Nicht 10 Euro am Tag. Das ist Papier für. Das ist Papier, Toilette, ich mache so. Was ist dein Problem? Keine Problem, du geben mir Geringverdiener diese. Ja, nein, ich bin keine Penner hier. Alter. Oder das geben 10 Euro. Was? Ja, Entschuldigung, was ist das? Das ist kein Geld. Gib mir hier. Hier, nimmst du, ja, ohne ja, Spaß. Mir. Ihr denkt auch, ich bin Penner ja, oder sowas, Alter. Denkt auch, ich bin irgendwas. Hier, nimm mir. Hier, nimm auch alles zu, ja, ohne Spaß. Wow. Ihr denkt, ich bin Penner, ja, ich will Schuhe bitte geben. Handy geben. Bitte. Ey, also mal Spaß beiseite, ganz kurz nochmal, ganz kurz. Real Talk, wichtiges Ding, also wichtiger Real Talk. Wenn ihr einen Obdachlosen seht, also ich gebe auch ungern Geld, aber wenn er halt zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehen möchte so und der sitzt dann daneben Edeka, neben der Tür und so, dann kaufe ich den halt diese Sandwiches immer, eine Flasche Wasser, Weingummi und 2 Bananen. So, und ich finde, also ich verdiene wirklich wenig Geld, ich bin broke as fuck, okay? Und ich glaube, das kann jeder von uns irgendwie hinkriegen, sowas dann noch mit einzukaufen für den Obdachlosen vom Laden. Dann ist man sich sicher, dass es nicht für Alkohol ausgegeben werden oder andere Drogen und man hat trotzdem eine gute Tat gemacht. Interessant ist nur, dass bei mir, der Typ hat alles abgelehnt. Haribo hat er abgelehnt, das Wasser abgelehnt, der hat das Wasser abgelehnt. Bro, der hat das Wasser abgelehnt, what the fuck? Und der hat einfach nur 1 Banane genommen. Ich weiß nicht, ob er einfach irgendwie so nett sein wollte oder sowas, aber sowas wie hier gerade in dem Video, ja, sowas ähnliches hatte ich dann auch schon.
Richtig komisch. Entschuldigung, 100 Euro geben, bitte. 100 Euro? Bitte geben, ich keine Geld, 100 Euro, bitte. Too much. Ah? Too much. I can give you only 2 Euro, because 100 Euro too much. Nein, was ist das? 2 Euro, no good. Nein, diese Scheiße, was ist das? 100 Euro, bitte. No, this is 50, 50. Was ist das? Was ist das? Nichts, diese. Hat er das weggeworfen gerade? Der hat das einfach weggeworfen. No, 50, 50. Was ist das? Was ist das? Nichts, diese. 50, 50. No, too much. Oh man, keine Geld gebe ich. Ich Porsche will. No, not possible to give 100 Euro. I like fahren Porsche, Lamborghini. Ja, mal Lamborghini, Porsche, keine. Ich schwöre, der ist gerade wie diese ganzen Dubai-Leute, die nach Dubai auswandern. Der verkauft gerade einfach so seinen Kurs an die Leute. Bitte gib mir euer Geld, bitte, bitte. Ich habe keinen Mehrwert, aber bitte gib mir euer Geld. Real Talk, genauso, Alter. Simon Desio einfach im Video. Phone geben, deine Handy. Oh, okay. Give me you. Oh, I can't. No. Der war aus Kapital geworden, holy shit. Bro. Entschuldigung. Ja. Würdet ihr sagen, die Gucci Cap ist echt? Diese Musik machen Geld? Ja. Wie viel? Ich nehme 2 Euro, bitte. Nein, wie viel du verdienen am einen Tag? 50 Euro, ja. Geben mir 50 Euro, bitte hier. 50 Euro, hier. Was ist das Problem? Du viel Geld. 50 Euro. 50 Cent. 50 Euro. Bitte. Nein, 50. Diese Gestiken. Digga, okay, what the 30 fuck? 50 Euro. Entschuldigung. Bitte, 50, bitte gib ihn. Alles gut. Alles gut. Ich weg. Keine Geld. Weg. Weg, Bruder. Weg. Warum? Weg. Digga, der Straßenmusik hat einfach eine Security. Holy fuck. Ich 50. Bro. Weg. Nur 50 Euro, Bruder, merci, mein Kollege Rumänisch. Weg. Ja, ich auch. Weg. Okay, Entschuldigung, ja. Weg. Wie viel du machen Business? Weg. Entschuldigung. Weg. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Jetzt schreit er die auf der Bank an. Die haben gar nichts gemacht, die haben gar nichts damit zu tun. 50 Euro. Entschuldigung. Baruski, Gavarisch? Dabei. Baruski, da? Merci, Rumänisch. Was ist mit Deutschland? Deutschland ist guter Land. Jobcenter gut, Sozialamt gut, immer geben meine Geld. Ich will nicht raus aus Deutschland. Friedrichstraße. 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 Andersie. Ja, lach. Jetzt gibt er eine Wegbeschreibung. Digga, hey, what the fuck? Die haben gerade 3 Konversationen in 4 Sätzen gesprochen. Bibi. Habibi. Yalla, Cousin. Schuk, Habibti. Yalla. Habibi. Yalla. Salam alaikum. Digga, die haben 3-mal eine Sprache geswitcht. Bro, was ist da passiert? Und die sind immer noch keine besten Freunde? Entschuldigung, bitte. Nee, 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 50 nee. Euro geben. 50 nee. Euro, nur 50 Deine. Euro. Nur 50 Euro. Deine. 30 Euro bitte. Deine. 20 Euro bitte Deine. Geben. 700 Euro bitte. Du musst gerne arbeiten. Du gerne arbeiten. Warum ich nicht will ich arbeiten? Bitte. Nein. Du musst arbeiten für Deutschland, das ist besser. Ich hab. Kennt ihr das Video von dem kleinen Mädchen, was so gesagt hat, ich will aber nicht arbeiten und dann so richtig geheult hat? Ich will nicht arbeiten. Du Job sind da, geben Geld. Nee, mein Bruder, wenn aber du gehen, du arbeitest, das ist besser für du. Warum ich? Jeden Tag du fragst, bitte, ich muss dir 1 Euro, bitte, ich muss dir 2 Euro. Gehen, du arbeiten. Wo arbeiten? Ich keine Arbeit, ich keine. Und du arbeitest auch? Ja. Was, du arbeitest? Ich arbeite Krankenhaus. Aber ich will nicht. Ich habe nur ein Haus in meinem Land. Aber ich will noch eine. Porsche, Lamborghini, arbeiten geht nicht, Porsche. Ich bezahle von deiner Porsche? Ja. Bitte, gib mir den. Bruder, Entschuldigung. Ja? Bitte, kaufen mir ein Ticket, meine Heimat. Ticket kaufen. Wohin? Keine Geld für Ticket. Wo willst du hin? Dubai. Boah, ich schwöre, wird er so ankommen und das fragen, dass er einfach wieder nach Hause will, dass er Familie oder so vermisst. Ich wäre so am Kämpfen, den das Ticket kaufen zu müssen, Alter. No joke. Dubai. Warum Dubai? Da viele Geld. Okay, dann wäre ich doch wieder raus gewesen. Wäre es Familie gewesen, dann okay. Luxus. Das ist zu viel teuer. Das Deine Handy kostet so viel, 500. Kannst du verkaufen, bitte? Geben mir ein Handy, ich verkaufe ihn. Und dann, was soll ich machen? Nicht meine Problem. Nein, das geht nicht. Ich kann dir nicht mein Handy geben. Okay, kannst du kaufen? Monaco ist in der Nähe hier. Bitte,
Monaco, Entschuldigung, ja. Das ist auch zu viel Geld. Hamburg, Flixtrain, 10 Euro. Kannst du buchen jetzt bei Flixbus? Buchen kann ich nicht. Dafür brauche ich einen Mastercard. Hast du keine hier? Kannst Nein, für Flixbus braucht man keine Mastercard. Ich spreche aus Erfahrung. Ich bin erfahrener Profi-Flixbusfahrer. Einmal damit gefahren, vor 2 Jahren. Ich bin mein Uhr. Habibi. Okay, Leute, jetzt werde ich einen mies ehrlosen Prank machen. Ich werde jetzt Essen bestellen und dann nicht bezahlen. Hallo, schönen Abend. Guten Morgen. Entschuldigung. Wissen Sie schon, was ich... Ich gucke, ja. Ich komme sofort. Ja, ich gucke. Alter. Ja. So, mein Lieber, was soll sein, bitte. Bitte eine, ist Pinsa mit Schwein? Wir haben Pinsa Salami. Bitte Margarita, keine Schweine, nicht gut, Schweine. Margarita, ja? Ja, und bitte eine Coca-Cola, bitte. Gerne. Dankeschön. Ja? Vielen Dank, Dankeschön. Boah, Digga, der Typ ist jetzt schon abgefuckt, Alter. Das ist so ein undankbarer Job als Kellner. Und dann musst du auch noch solche Kunden, boah. Danke schon, vielen Dank. Diese schöne Danke, vielen Dank. Mit ohne Schwein? Natürlich. Cola ohne Schweine? Danke schon, vielen Dank. Ja, das ist so richtiger Onkelhumor. Süß eigentlich, ne? Voll der Süße. Guten Morgen. Entschuldigung. Keine. Ich glaube, der feiert die Rolle ein bisschen zu viel. So einen kleinen Ticken zu much. Problem. Auf Wiedersehen. So, vielen Dank, danke schön, vielen Dank. Und lass schmecken, ja? Vielen Dank, danke schön. Tschüss, Alter. Die sieht krass aus, ne? Aber ich frag mich, wo ist der Unterschied zwischen Pizza und Pinsa, Digga? Ist das ein Unterschied? Boah, das wüsste ich aber auch nicht. Der Unterschied ist einfach kein Unterschied. Ich glaube, die haben falsch geschrieben einfach. Okay, jetzt komm mal, ich mach einen, auf den ich will bezahlen, weißt du so. Bezahlen? Jetzt. Bezahlen? Danke schon. Schöne, sehr gut. Sehr gut, das schmeckt. Ja, danke schon. Das ist perfekt. Keine Schweine. Ja, ja. Ja, also. Wir haben hier 14,60 Euro. Ich keine Geld. Ich BMW kaufen letzten Monat. Ich kein alle Geld, 80.000 Euro. Okay. Ich habe. Und 14,60 Euro kannst du nicht bezahlen? Keine, nein. Hast du BMW gekauft? Ja. Benzin teuer. Weißt du, dass ich bin seit 8 Jahren hier und ich arbeite in der Gastronomie? Hast du kein Geld? Entschuldigung, also, ja. Guten Morgen. Hey, ich finde das auch eine schwierige Situation. Also es ist auf der einen Seite, okay, ich verstehe, wenn man Hunger hat und so weiter, aber warum setzt man sich dann in so ein teures Restaurant? Dann geht auch, keine Ahnung, frag bei Meckes oder so eine Milliardenfirma und hol dir da irgendwie, frag vorher auch. So, weißt du, setz dich nicht dahin, wenn du schon weißt, du hast kein Geld. Ich weiß, es ist ja natürlich gespielt und so. Aber in dieser Situation dann das Essen auszugeben, finde ich einfach schwierig. Diese Dreistigkeit zu haben, sich dann dahinzusetzen mit dem Wissen, ich habe kein Geld. Aber man weiß auch nicht, wie sehr Hunger manche Obdachlose haben. Und dann ist man, glaube ich, einfach bereiter dazu, sowas halt durchzuziehen. Super schwierige Situation. Aber ich finde Fragen immer vorher besser. Ja, wenn du dann schon 5-mal gefragt hast am Tag und du hast echt Hunger. Ja, wer weiß. Guten Morgen, keine Problem. Machst du Spaß jetzt? Nein, ich keine Geld. Entschuldigung. Ich Flaschen sammeln. Guck mal, ich ruf meinen Chef und klär mal mit. Entschuldigung. Okay. Ja, ich. Ich will keinen Kopfschmerzen haben. Ja. Entschuldigung. Ja? Ich. Das ist, der Typ hat das größte Fake-Lächeln der Welt, Alter. Das ist krass. Ja, ich nicht laufen. Ich nicht bezahlen. Ich keine gehen. Entschuldigung. Gut, das ist Milliarden-Mike. Voll, ich hab letztes Mal Video mit dir gemacht. Das ist Milliarden-Mike. Guck mal jetzt, warte. Ich mach so. Nee, komm. Entschuldigung. Du bist doch derjenige, der letztens hier uns verarscht hat. Ja. Ständig verarscht nur Leute. Entschuldigung. Ich keine Geld. Ich nicht bezahlen. Entschuldigung. Ich kaufe ein Auto, Porsche. Bist du normal oder was? Letztes Mal du 1 Milliarde Euro. Wenn du kein Geld hast, ja, dann sagst du, kommst du hier hin, sagst du, ich habe kein Geld, ich habe Hunger. Aber lass dich hier nicht bedienen. Entschuldigung, ich kein Geld. Du weißt, ich mache Video, nicht Geld. Immer jeden Monat 10.000 schicken YouTube. 10.000, das werde ich nicht. Ja. Was du machst, ist nicht in Ordnung. Entschuldigung. Du lässt dich hier bedienen. Wenn du Hunger hast, dann musst du kommen und sagen, ich habe Hunger. Aber du hast mehr Geld als ich. Was soll das? Entschuldigung, ich kein. Was? Entschuldigung, was ist. Digga, der ist gerade dieser eine Bre, also Alan Bang ist gerade dieser eine Bre, der zu Hause so 10.000 Euro unterm Kopfkissen hat und dann immer noch sagt beim Essen gehen, Jungs, ich kann nicht mit, ich hab kein Geld. Entschuldigung, machst du wieder Videos oder was? Ich mache, guck da, meine, ich muss Geld. Ich muss. Was soll die Scheiße, Mann?
Räumen. Das ist dein Laden hier? Das ist mein Laden. Hat er gesagt, was hat er gesagt zu dir? Der will nicht bezahlen, der hat das und dies, aber will nicht Schule. Hat er gesagt, ich habe BMW? Weil, weißt du, BMW ist teuer fahren. 14 Euro? Das. Ja. Er hat's hier. Noch eine. Und noch eine. Der hat ja wirklich Pfandflaschen gesammelt. Hä? Der hat einfach wirklich Pfandflaschen gesammelt. Die Videos werden nicht bezahlt, oder was? Nein, läuft nicht, weißt du? Deswegen. Deswegen sammelst du Flaschen? Ja. Digga, so ein guter Prank-YouTuber. Real Talk, so ein guter Prank-YouTuber, holy shit. Also, ich kann euch alle am Bang einfach nur herzens an. Also, ich kann euch alle am Bang herzens ans. Wärmstens ans. Boah, Bruder. Entschuldigung. Also ich kann euch alle am Bang nur wärmstens ans Herz legen. Schaut auf jeden Fall bei dem Bre vorbei. Alle Videos, die er macht, sind so todeslustig. No joke. Also für mich trifft es auf jeden Fall mehr meinen Humor als Iratsch. Man soll aber auch nicht die ganze Zeit vergleichen. Ne? Iratsch hat ja seinen eigenen Stil, er hat seinen eigenen Stil und so weiter. Iratsch macht das Ganze auch so ein bisschen werbefreundlich und so ein bisschen deutscher, sage ich mal. Teilweise hat sich das so ein bisschen sehr gezogen mit den Gags und so weiter. Also da hätte man vielleicht ein bisschen früher schneiden können. Aber ich mag es auf der anderen Seite auch, dass die Videos so ein bisschen länger gehen, dass man sich da so ein bisschen mehr reinfinden kann. Bei Iratsch ist wirklich zack, 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 zack. Und da hat man so ein bisschen Zeit. Vielleicht so ein Zwischending wäre ganz cool. Also ich glaube, wäre das Video 10 Minuten gegangen, nicht fast 15 Minuten, dann wäre das Video immer noch, wäre nicht zu schnell Pacing gewesen, aber wäre auch nicht zu langsam gewesen. Ich glaube, das wäre richtig cool gewesen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wen feiert ihr mehr? Team Iratsch oder Team Alan Bang? Bin sehr, sehr gespannt auf die Kommentare. Lasst gerne eine positive Bewertung da und abonniert den Kanal und bleibt gesund. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.